Warte, ich nehme Block Wrench, baue schon mal den kaputt ab. Oh, wo ist der? Da. Mach ab, mach ab, mach ab, mach ab, mach ab, mach ab, mach ab. Oh Gott, ich hau ab. Leer rein. Mit auf du musst auch den anderen kaputten abbauen. Hier ist kein anderer kaputt. Ah, doch, Badly Damage da. Ja, welcher ist das jetzt? Das ist jetzt problematisch. Alle ab. So mach ich das. Ja, ne, einen kommt hier nicht ran. Ich glaube, das hier ist er. Ja, ich hab ihn. Ja, hab ich nicht. Fuck. Brauch ich alle ab. Boah, wir kriegen gleich so einen Shot, ne? Das Auto wohl am Kreisel ab, würde ich sagen. Oder weiter Richtung Baustelle, oder? Ist er jetzt ab? Egal. Jo, alle ab. Pack das Ding rein. Boah, den ersten Pristine dran. Nicht. Komm schon. Oh Gott, Alter. Ich will mich so ärgern, wenn ich jetzt unnötig verreck wegen dem Scheiß hier. Ja, jetzt gibt's das. Ich steig schon mal ein. Close the door. Hast du schon einen Reifen dran gemacht? Nee. Hinter dir bleibt das. Ich steig dann einfach da ein. Okay. Ne? Motor. Falsche Taste. Boah, er funktioniert. Die ganze Gewalt. Jetzt hören wir das Auto nicht allein mal nicht klar.
Moment. Siehst du mich? Ah, hab ich gesehen. Ich bin jetzt hinten an dem Schuppen dran. Jetzt gehen wir hier vor zum Sandwehr. Guck mal, du hier, aber lass dich nicht von da hinten erschießen, von links. Ich auf der anderen Seite. Boah, mega, mega scheiße hier, Alter. Nee, hier ist heftig, hier sind die ganzen Quartiere. Boah, hier liege ich mega, mega schwer. Ist wieder ein, Dingens an der Mauer? Ja, das bin ich, am Backsteinhaus, Mauer. Perfekt, wie bei den. Ja, ist bei dir Backsteinhaus. Ja, ich bleib aber nicht auf den, bei Dingens. Ruhe. Laufen stehen. Nee, nee. Du kannst in meine Richtung laufen. Ja, ich bin an der Mauer. Und in jetzt die andere Richtung. Admin-Bann. Gut. Nächste Dings. Ich geh mal ins Führerhäuschen rein. Nee, das ist zu gefährlich. Meinst du? Ich gehe jetzt zum Auto und dann mache ich ein bisschen Fahrgeräusche, dass die denken. Ah, das ist lieber. Dass sie denken, der kriegt das Auto nicht mehr weg, er ist da irgendwo reingefahren. Weißt du? Bei den drei Silos. Ich mich mal kurz hin wegen Atmen. Ich komme jetzt zu den Neusilos. Ich glaube dann an der Mauer auf den Köpfen. Steps? Steps? Oh Gott. Ja, ich dachte, du kommst. Wow. Ich dachte, du kommst hier von der Seite. Ich setze mal da jetzt die Elektro-Seite. Verwinkelt, da kann man übel untertauchen. Wenn man dann einen Rucksack, wie ich den hab, hinlegt, dann würde ich sagen. Oh, ich hab eine Nate, ne?
Also müsste ich eigentlich haben. Scheiße, ich hab die Nate da nicht mit. Das können wir knicken. Nee, ja, das ist dann. Sobald die das checken, kommt man. Ja, die wissen schon, dass das die Falle ist. Die kommen, ja, Camper klar. Kommen aus ihren Camperhäuschen nicht raus. Ja. Camper sind kennst du Schufa-Tebau? Ja. Ja, campen ja. Die campen ja fast nur. Bis auch wenn die neu sind. Ja, sobald sie auf einen treffen können. Weil dann werden die bei uns am Arsch. Das sind professionelle Camper, Alter. Ohne Scheiß, ich guck den gerne, ich mag den so an sich auch, beziehungsweise ich so vom Typ her. Aber Alter, das Spielen, ich finde es schrecklich, Alter. Das, wenn der dann immer 3 Stunden in sein Häuschen sitzt und wartet, Mann. Ja, dieser Typ, der bei mir verbannt wurde, guckt sie, der macht immer, der geht immer hin, versucht diese Streamer alle möglichen zu kühlen. Also Stream Sniper. Anders findet er keine solche, deswegen hat er nachher uns auch umgebracht. Ja. Deshalb, wer weiß, wie lange er das schon gemacht hat. Du siehst ja die Ecke da, ne? Ja, ja. Ich bin an der Geraden und du musst die Ecke im Auge behalten. Du darfst da einen Knick machen, ja. In deine Richtung. Ja, das ja, Ende der 3 Siedels. Aber hier ist der. Ja. Boah. Lauf jetzt mal Richtung Strand. Hier guck mal, bam. Was, bam? Da unten steht Has Been Kicked by Battle Eye. Das bedeutet für mich ein Cheater weniger, der hier kommt. Und das kann einer von den Kollegen von denen sein. Es werden also immer weniger. Ich habe vorausberechnet, in 3 Monaten muss der Server absolut clean sein und bei den Cheatern hat sich rumgesprochen, dass hier heftig aufgepasst wird und gewartet wird. Dann kommt kein Cheater. Wo bist du? Ich bin jetzt am Strand bei den Krähen, bei diesem Schuppen. Ja, das kann sein. Beim Auto? Beim Sandberg. Ich laufe auf jeden Fall zum Sandberg, den ich dir gezeigt habe. Gezeigt? Der ist ja auch so unauffällig. Das ist eine der besten Positionen. Von hier fangen wir an. Dezent. Ja. Einer auf dem einen Sandberg, einer auf dem anderen. Dann ist jetzt. Ja, ich geh da hinten noch den. Karte rüber, guck, sonst wird er nicht. Hier, ab mit meinem Herz nochmal versucht, er kann es nicht glauben. Verstehe sowieso nicht, wenn man einen Button bekommt, wieso der dann nochmal drauf kann, ne? Er kommt da nicht drauf. Er kommt drauf, wartet 90 Sekunden. Dann wieder diesen Battle-Button macht, glaube ich. Kann auch sein, dass er früher rein ist. Und auch nicht auf dem Sandberg hinlegen, sondern ich mal hinmachen. Ich check jetzt mal das Video auf. Ich denke jetzt mal nicht. Für mich sieht das aus, als ob da die Tür zu ist. Als ob die da jetzt schon wieder drin ist. In mehreren Häusern, in dieser Ecke, weil das mehrere drin ist. Boah, wo hab ich mich erschrocken, ey. Boah, ich bin so paranoid, ne? Oh. Mega weit weg der Schuss, aber ich hab mich trotzdem erschrocken. Wer ist da? Hallo? Hallo? Wer ist da? Where are you? Oh, how are you? Where are you? Where are you? Muss ich auch noch gucken. Na, was denn? Wir haben gerade 3, 4 umgebracht. Und dann sind wir mit 2 oder 3 UMPs weggelaufen. Und also mit dicken Waffen, von denen sind wir weggelaufen. Und ich habe alle geheilt. Das bedeutet, verschwinden lassen im Boden, dann sind die weg. Man kann sie verstecken dürfen. Und dann sind die weg. Die konnten wir vielleicht nicht mehr liefern. Wir haben alles mitgenommen. Und wir haben noch einen Deutschen getroffen, den hätten wir Kollege hier beinahe umgebracht. Der Hurensohn gemeint, so, du schießt auf mich, bla bla bla. Und dann haben wir ihn noch, habe ich ihm M4 Max beigegeben und gesagt, da in die Richtung, da und da, genau, da die 3 M4 haben bekommen. Wäre doch
Vorhin, du wolltest ihn dir noch genau zeigen. Ja, komm mal her, da hast du die F4 Punkte, oder? Nee, nicht genau zeigen. Ich wollte ihm nur zeigen, in welche Richtung. Er hat einfach gesagt, Eckpack. Ja, aber dann weiß er ja nicht wo. Ich muss ihm zeigen, dass er genau weiß. Ja, selbe. Also, der nächste Eckpack ist ja direkt da und der war ja zielgerichtet. Ich glaube, der ist da verreckt. Der hat mich auch gefragt, ob wir da drinnen waren. Ich glaube, das war sein Sach, beziehungsweise. Vielleicht war das ja sein Squad. Ja. Hätten wir ihn mal fragen. Ja, bin ich ziemlich sicher, weil der auch gefragt hat, beziehungsweise, dass er da auch schon mal verreckt ist. Ja, das war. Ach, soll aber nicht moven, Alter. Ich bin hier mega nervös. Oh, oh. Wo ich zu dir herkommen, die Mädchen. Ja, ja. Bitte. Du bist auf dem Sandhügel, ne? Ja, ich bin auf dem Sandhügel. Ja, lauf mal rechts vorbei. Also an die Mauer ran und dann nach rechts. Immer rechts sein. Warte, warte, ich versteck mich. Ich versteck mich, heile mich hier. Keiner kann mich sehen. Keiner kann mich sehen. Ha! Bei mir vorbeigelaufen, du kannst mich nicht sehen. Hast du gesehen, wo ich bin? Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal noch einmal Richtung Silos. Nach da weg. Bin da. Da keine Hoch. Also in den Dixie-Klos kann man sich echt gut verstecken. Ich auch nicht mehr. Ich würde sagen, wir sind jetzt... Ja, guck mal, er versucht es zum dritten Mal. Kami... Warte mal, lass mal hier hinten bei mir irgendwie die Straße laufen. Da ist auch, wenn die da sind mehrere Häuser, wo man hoch rein kann. Aber die, den Sedan, wenn er nicht fährt, ja, der Sand, läuft der bei Sand mir gegen eine Wand. Ja, das mache ich extra. So gucke ich über die Wand, du musst schräg dagegen, ja. So wie ich. Weiß ich, aber ich dachte, das wäre ungefähr gewollt. Wo bist du? Ja, ich bin jetzt durch den Mauerbruch hier durch. Boah, das ist zu gefährlich. Zwischen über die Straße rüber, also. Zwischen in den Hinterhof. Das ist auch gefährlich, weil da was machen muss. Krankenhaus können wir mal reingehen, da hole ich mir eine rote oder eine blaue Jacke. Vielleicht hätte ich einen grünen. Let's go. Du machst dann die Tür zu. Wir gehen Treppen. Warte mal, ich geh erstmal in die kleinen Räume. Du kannst ja Treppen ausgehen. Okay, hier liegt sogar ein grünen. Okay. Oh, Server da. Ich freu mich. Ich bin in Vibor. Ich bin wieder in Vibor, Mann. Junge, ich glaube, alle auf den Server sind tot, weil hier nicht sind. Nicht. 20 Doch, Leute! Ich bin tot. Hier sind 20 Leute, Mann. Ich bin tot. Ja, du bist in Vibor wahrscheinlich. Nein. Du warst in Vibor. Die haben jede Menge umgebracht hier. Bist du unconscious oder tot? Ich bin Bambi und ich bin bei den Brücken gespawnt. Warum sind wir alle draufgegangen, ey? Was ja, das ist denn das? Gleich über die Abnutz. Hey, ist okay. Du musst immer generally sagen. Generally, und dann weißt du, ob das einer von den Franzosen ist. Ach, kriegt der einfach Hodenkrebs, wenn ich Franzacken. Aber er nein, Junge, nein, pass auf. Ich log wieder, geh wieder rein. You are unconscious. Ich dachte jetzt toll, mit meinem Fully Creep bin ich jetzt unconscious. Ne, ich wach wieder auf. 1000 Bambi-Leichen. Jede Menge in Vibor. Ganz viele nackte Leute. Ja. Also war das ein Bug oder jemand, der den Server zum Crashen gebracht hat? Hat uns alle umgebracht. Hat uns alle weggeklickt. Ja, das heißt, der ist gleich gebannt. Sind 50, ja, 60 Leute sind dann tot. Ja, lass das echt mal mit den Admins abklären. Dude, I don't kill you, man. No, I don't knock you out. But okay. It's okay. I'm going to, bums, you know? Mm-hmm. Oh, fuck you. Le Baguette fucked your heart in the ass. Yeah, come on. Okay. Muss ja eh her. Der ein scheiß Baguette im Manus, Alter. Egal, wir haben noch jede Menge Waffen. Und schade, dass die OMP jetzt weg ist. Franzosen überhaupt nicht, ne? So ganz gar nicht. Das sage ich ja, kein Mensch mag Franzosen. Ich hab beinahe was Böses gesagt, aber ich lasse es lieber.
Na, was denn? Nee, nee. Politisch nicht ganz korrekt. Und nicht in Ordnung. Und warum klatscht der sich da scheiß Rack nicht gegen der Birne? Zaubervoll, dann wirft er den manchmal weg. Ich laufe jetzt zu meiner Leiche, ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig. Und deine Leiche liegt daneben mir. Da wird keine Leiche sein. Da ist keine Leiche. Ja, nein, wir sind. Das hatte ich als du mir die FNX gestern gegeben hast. Ja. Bin ich auch, als der Server down gegangen ist, vorher ausgelockt, war ich auch auf einmal in Libor. Ich habe keine Ahnung, das sind Bugs, sobald der Server down geht, also ist tot. Ich glaube, das ist. Wenn das eine Hackergruppe ist, dann war das ein DDoS-Angriff auf den Server und darum ist der Server down. Da frage ich jetzt die Arme. Toll, Alter, lass uns ob bitte die den, DDoS, ob der Server neu startet oder ob das eine DDoS-Attacke war und dann gehen alle tot. Das kann DDoS, sein. Alter, kann nicht sein. Das kann sein. Die Möglichkeit besteht. Nein, wir. Nein. Wann geht der Server down immer? Weißt du das? Das frage ich jetzt gerade. Habe ich gerade den Admin geschrieben und gefragt. Ich habe ihn alles geschildert. Er hat mir noch nicht geantwortet, aber er kriegt bestimmt einen Flash darauf und direkt nach. Oder er antwortet: Sorry, Admin, explodes die. Die beiden. Sonst guckt er morgen in den Log und wenn er sieht, ein Typ hat 60 tot geklickt, dann ist der Server down gegangen. Nein, der Server geht down und weiß ich nicht, dein Charakter resettet halt. Kann auch sein, wenn du ausloggst und einloggst, dann ist es wirklich DDoS. Dann müssen die mal ein Tool dazwischen bauen und gucken, ob das eine DDoS-Attacke ist. Und wenn das eine war. Junge, das ist AIDS, das ist einfach nur AIDS. Und wenn das eine war, wenn die das machen, dann wissen die, wer das war. Und dann können die anhand der IP und der Serverlogs rekonstruieren, wer das macht. Und dann den wann. Und vor allem eine Anzeige geben. Bei DDoS, da wird nichts angezeigt. Da steht einfach nur Server down gegangen. Also beziehungsweise gerestartet. Aber der zeigt doch welche IP-Adresse, von welcher IP der DDoS kommt. Das steht aber nicht im Baum. Ja, ich sag doch, die bauen ein Tool dazwischen. Und mit diesem Tool können dann, wenn das nächste Mal passiert, nachvollziehen, wer oder was das war und ob das war. Erstmal dieses Zaubertool haben, das scheiß Daisy, Mann. Das geht, das muss ich nur nachgucken und dann kriege ich das von jemandem. Da frage ich jemanden, der sagt mir was, wie und wo. Ja, okay, keine Sachen mehr da. Ist aber egal. Ja, war klar, weil das ist super. Ich stell mir das gerade vor, der Server ist down. Ja, und was passiert dann? Gibt deine Körper die einfach um oder was passiert dann? Heftig wäre auch, wenn jetzt jemand kommt, direkt mit Waffen. Ich hier direkt gesprayt werde. Geht ja nicht, ja. Sind das nur eine Verdächtige? Also es waren locker 10 Bambis in Vibor. Ich bin in Cherno gespawnt. Richtig gut. Ja, zur mittleren Horrorstadt. Ich bin direkt da, wo wir disconnected sind. Direkt an den Silos bin ich gespawnt. Ich bin jetzt schon gleich. Ich bin so 300, 500, 300 bis 500 Meter von da entfernt, schon Richtung Unterhörstadt. Ja, ich geh jetzt erstmal um Dingens rein und dann aus.